bei dem Laktattest werden bei diesem Test 5 Stufen gelaufen. Eine Stufe 1200 Meter und nach jeder Stufe kommt die Mannschaft rein und da wird Blut abgenommen zur Laktatbestimmung und wird Puls aufgezeichnet und dann gehen sie auf die nächste Runde und bei diesem Test sind 5 Stufen gelaufen worden, 1200 Meter. Also pro Stufe nimmt die Laufgeschwindigkeit zu. Das sind etwa 1,5 bis 1,8 km/h pro Stufe, sodass der Test so lang geht, dass jeder einzelne Spieler ausbelastet ist am Ende. Die Blutproben, die werte ich im Labor aus, ermittle die Laktatwerte oder den Laktatgehalt in der Probe und anhand der Pulsfrequenzen bekommen die Spieler ihre individuellen Trainingspläne mit den individuellen Pulsvorgaben, damit sie optimal ihre Ausdauerleistungsfähigkeit verbessern können. Es war kein Spieler dabei, der den Test abgebrochen hat. Die komplette Mannschaft ist durchgelaufen. Es ist immer schwierig zu sagen, ohne Laktatwerte, wie fit die Jungs sind. Aber zum ersten Eindruck, der eine oder andere Spieler hat durchaus was getan in der basketballfreien Zeit. Es hat Spaß gemacht, zumindest sage ich das jetzt, wo es vorbei ist. Auf der letzten Stufe war es ziemlich anstrengend. Da war es nicht so schön, aber Fabian und ich haben uns ganz gut motiviert. Wir sind zusammen gelaufen. Und ich habe es gerade schon gesagt, es ist immer ein ganz guter Startschuss. Man sieht so ein bisschen, okay, man kann das Laufen nicht verlernt, man kommt zwar aus der Puste, aber ich denke, es sollte ganz, ganz guter Fitnesszustand sein, gerade bei allen, es sehen alle eigentlich ganz gut aus. Es ist schon so, dass der Sommer zum großen Teil aus auch Einheiten besteht. Versucht man natürlich ein bisschen den Fokus mehr auf den Spaß zu legen. Wir spielen viel einfach in der Halle 5 gegen 5. Ein bisschen Laufen gehört natürlich dazu und Krafttraining steht so auf dem Programm. Aber jetzt die letzten 3 Wochen war ich eigentlich jeden Tag wieder in der Halle. Es ist wichtig, so ein Mittelmaß zu finden. Ich denke, es ist nicht gut, im Sommer schon zu fit zu sein. Man braucht auch so ein kleines Fettpolsterchen, was man sich dann in der Vorbereitung wieder abtrainieren kann. Man kann aber auch nicht total unaustrainiert hier in der Vorbereitung erscheinen, hier im Laktattest und dann denken, so, jetzt geht's los, Vollgas. Das ist beides nicht gut. Ich denke, so ein gesunder Mittelweg ist gut und ich bin jetzt schon ein bisschen länger dabei. Ich habe mir es, glaube ich, mittlerweile ganz gut angewöhnt, da das richtige Mittel zu finden. Also ich fühle mich fit, aber ich glaube, es geht auch noch ein bisschen nach oben.